Man schrieb das Jahr 2007, als der kleine Ort Kupritz plötzlich in der Weltpresse auftauchte. Sebastian Flemig weiß noch ganz genau, was damals passierte. Ja, das ist eine interessante Geschichte zu einem Möbelstück, was nachweislich von 1816 bis 1930 hier in diesem Haus gestanden hat. Ursprünglich schon 1740 bis 1742 als Meisterstück eines späteren königlich-sächsischen Hoflieferanten erbaut. Der Sekretär ist dann in den 2000er Jahren nach einer Restaurierung mehrfach auf dem europäischen Auktionsmarkt angeboten worden und man schlackert da manchmal ein bisschen mit den Ohren. Zum Schluss ist er 2007 nach meinen Informationen für über 1 Million Euro bei dem Auktionshaus Sotheby's versteigert worden. Doch wie kommt es dann, dass man den Sekretär heute wieder in Schloss Kupritz bewundern kann? Hat der Schlossbesitzer etwa selber die Millionen hingeblättert? Nein, erzähle ich immer gerne, dass der Preis dann endlich gestimmt hat, als die Million erreicht war. Stimmt natürlich nicht, ist geschwindelt. Was Sie dort jetzt sehen können, ist ein sogenannter Nachbau, den ein Möbelrestaurator in Tausenden von Liebhaberstunden nur anhand von Fotos, Maßen, Beschreibungen des Originals nachgebaut hat. Doch auch ohne den Kauf des originalen Sekretärs hat Sebastian Flemig schon jede Menge Zeit, Energie und auch Geld in das Kupritzer Herrenhaus gesteckt, seitdem er es 2011 erwarb. Die Geschichte des Rittergutes geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Teile des heutigen Baus stammen aus dem 16. Jahrhundert. Was Sebastian Flemig vor mehr als 10 Jahren vorfand, beschreibt er so. Um 2000 gab es schon mal einen Sanierungs- oder Renovierungsversuch von einem Investor, wie man so sagt. Damals war es ja noch ein Mehrfamilienhaus mit bis zu 10 Wohnungen. Was damals gemacht wurde, ist aus meiner Sicht aber alles nicht nachhaltig gewesen. Das hatte keinen Bestand. Im Prinzip musste er das Kupritzer Schloss noch einmal komplett neu sanieren. Das Ziel bestand darin, den räumlichen Zustand vom Jahre 1945 wiederherzustellen, als der letzte Schlossherr Hans von Löwen seinen Besitz verlassen musste. Mittlerweile hat Sebastian Flemig mit Unterstützung zahlreicher Helfer die herrschaftlichen Salons im ersten Obergeschoss wiederhergestellt. Neben dem Gelben und dem Grün ist das in erster Linie der sogenannte Blaue Saal. Das ist der größte Raum im Haus, wo heute also auch die Konzerte und sonstigen größeren Veranstaltungen, Trauungen etc. stattfinden. Da gab es also eine sehr spannende Geschichte mit einer Deckenmalerei, die auf ca. 1600 bis 1650 taxiert wurde, die wieder zum Vorschein gekommen ist, von der keiner eine Ahnung hatte. Bemerkenswert ist auch die Turmuhr, deren Mechanik wieder funktionstüchtig gemacht wurde. Im zweiten Obergeschoss richtet Sebastian Flemig Gästezimmer ein, die schon zum Teil fertig sind. Diese stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Nutzungskonzept für das Kupritzer Schloss. Sebastian Flemig, selbst Musiker, verfolgt nämlich einen außergewöhnlichen Plan. Also mein ideales Ziel ist, eine sogenannte Musikakademie oder auch kulturelle Begegnungsstätte zu schaffen. Das heißt, man kann sich mit seinem musikalischen Ensemble hier einmieten für eine Probenwoche, für ein Probenwochenende, ungestört üben und probieren. Und das Ziel ist natürlich, immer ein kleines Abschlusskonzert zu geben, damit die Öffentlichkeit daran auch teilhaben kann. Das mittel- oder langfristig auch auf andere Kulturbereiche ausgedient, also Literatur, Fotografie, Kochen, Yoga, was auch immer, wo sich Interessengruppen zusammenfinden können, ihren Leidenschaften da frönen können und das Ganze dann halt kombiniert mit den klassischen Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenjubiläen, Arztkongressen und Ähnlichem, wo man dann halt auch ein bisschen Geld erwirtschaften kann, um so diese kulturellen, ideellen Vorhaben quer zu finanzieren. Und so ist es auch wenig überraschend, dass Schloss Kupritz zu den regelmäßigen Schauplätzen des Kammermusikfestes Oberlausitz zählt. Im Jahresrhythmus wechseln sich das eigentliche Festival und die Akademie ab. 2022 findet letztere statt. Doch was motiviert Sebastian Flemig zu seinem Engagement? Ja, es macht mir Freude und reizt mich, da ein Stück Geschichte mitzuschreiben bzw. diese Geschichte zu erhalten oder auch wieder aufleben zu lassen. Ein Schlossherr also, wie die Oberlausitz noch viele gebrauchen kann.